Okay, auf Anfang. Alter, ey! Nicht schlimm. Alles gut. Ich wollte gucken. Ich muss nur Klotür zumachen, glaube ich. Ne? Okay. Danke. Wer ist denn da drin? Ich war vorhin auch zu. So Leute, Konzentration. Hab. Neuer Credit für Lucy. Langsam, langsam. Können wir nochmal einsetzen? Was macht der Typ in unserer Küche? Ja. Hallo? So, geh doch mal den Schritt ran. Autoaggressives Gurkenschwein. Ich meine den Zaubertrick, du weißt schon den Zaubertrick. Mit einer Tomate. Ja. Nur kannst du den ja schmeißen. Ich hab nichts in meinen Händen. Nichts in meinen Händen, die sind total leer. Und was haben wir denn da? Du hast recht, Schatz, das war eine blöde Anweisung von irgendjemand aus dem Off. Mein Bart stinkt, das kannst du dir nicht vorstellen. Es stinkt? Ja, die kriegen das nicht geputzt, glaube ich. Ich glaube, da haben Typen in alle Ecken gepisst oder so. Du kriegst den Piss geschafft. Das ist echt die Schubse. Ja. Ich höre euch alles immer, ne? Ja, ist mir doch egal. Alter, es stinkt so nach Pisse in meinem Bart, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hab gedacht, ob Burak mir da reingeschifft hat. Du stehst da noch drauf gespannt. Ja, ich find's geil. Konzentration. Ja. Du brauchst das doch. Du brauchst doch deine Dosis Pisse. Ich bin immer mit meiner Mutter in die Waschanlage gefahren. Die hat immer vergessen, die Heckantenne einzuziehen. Die war jedes Mal ab nach dem Waschen. Ja. Ist das noch abgeschaltet? Nee, ich habe keine Ahnung, okay. Wie das geht. Das ist nicht mein Thema. Das ist jetzt auch am Ende des Tages, können wir den gleich nochmal machen. Genau. Motherfuckers! Nee, da hat... Peng, peng! Das hat jetzt leider Max verkackt. Weil den kann man nicht schneiden, oder Leute? Nee. Mit dem Piepen und dann dem... Weil es gibt ja einmal Piepen und nicht mal Piepen. Ja. Kann man das schneiden? Nee. Wie denn? Es piept die ganze Zeit. Das geht nicht, ne? Also haben wir einen Outtake. Fuck auf Studentenfilme! Fuck yeah! Jo, du wolltest doch mal einen Outtake haben, Bruder. Wolltest einmal einen Outtake haben. Wolltest du nicht? Tut mir leid, Dicker. Das ist voll unprofessionell von mir gewesen gerade. Oh Mann. Okay, jetzt kriegt Flo die Anschüsse. Digi, ich weiß nicht, wie dieses Scheißding. Flo, hast du kein Mercedes? Was? Ich hab's. Nein, es ist auf einen rumgedreht. Guck mal, den war dicker. Der Dieb ist einfach im Ding drin, im Ventilator. Oder? Ja. Hängt der da? Aber guck mal. Ich versuch das trotzdem jetzt nochmal das Ende zu spielen. Max, okay. Geh mal weg. Geh weg. Mikro runter. Danke dir. Ciao. Warte. Sag den Leuten mal, was cool ist. Sag den Leuten, dass es cool ist so mit mir. Das ist irgendwie, dass du das cool findest, hier wieder herzukommen, den Chef zu haben. Dass du Döring irgendwie, dass das eine coole Socke ist. Sag das mal. Sag mal, der Döring ist eine coole Socke irgendwie. Geiler Typ. Wär's auch gerne wie Döring, sag mal. Okay. Sag mir das erst, vom Tonlaut her. Der Döring ist eine geile Socke. Ich wäre auch gerne wie der Döring. Ich wäre richtig gerne wie der Döring. Der ist eine richtig geile Socke. So. Ist okay. Sag auch, du würdest auch gern so gut aussehen wie Döring. Der Döring ist eine richtig geile Socke. Ich würde auch gern so gut aussehen. Tue ich aber leider nicht. Aber ich wünsche euch einen schönen Tag. Der Döring ist so cool, der hat mir heute freigegeben. Ja. Und morgen bin ich richtig mit euch am Start, unterstütze euch auf ganzer Linie.
Thomas, ich muss los. Ich bin nicht, ich bin linientreu ab morgen. Okay, das sage ich. Ja? Linientreu, mach ich. Alright. Hau rein. Viel Spaß. Danke dir auch. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Ja. Ladi. Hey. Es geht. Hast du jetzt nochmal drauf gedrückt? Was passiert? Da müssen wir mal Marschall sagen. Warte kurz auf den Ton. Martin?